Hallo Leute, hier sind wieder Mephisto 2051, Avia, Maruna MC und Kingfisher. Ach, sag doch, dass du Koffein bist. Da steht Kingfisher. Ja, ich weiß. Leute, verarscht hier. Dann macht ihr halt ein Twitter-Profil, damit scheint man sich auch einloggen zu können. Die anderen zwei nicht hast. Hat er auch nicht. Gut, Avia hat uns wieder eine lustige Oberkategorie, ein Motto ausgesucht. Mhm. Da geht es um Gebäude. Ja. Bauort. Das. Baumaterial. Bevorzugter Mieter. Ach du Scheiße, das merkt man. Bevorzugter Mieter wird interessant. Da habe ich schon eine gute Idee. Statue in der Lobby. Wie war das jetzt nochmal? Muss ich auf den Link noch klicken oder irgendwie? Ich darf das Spiel beitreten und dann geht's los. Das können wir dann auch, würde ich gerade sagen, machen. Fangen wir mal an. Mal gucken, was rauskommt und welcher Buchstabe es wird. Wahrscheinlich wieder C. Oh, bitte nicht, bitte nicht. T. Heute fängt alles mit T an, das ist unfassbar. So, gucken wir mal. Was hatte ich schon? Oh Gott, das wäre ein Mist, Alter. Oh, das ist so böse. Egal. Das soll ja böse sein. Da würde ich ja nicht drin wohnen wollen. Oh je. Yeah. Gut, ich bin fertig. Oh, mir fehlen noch drei. Und genau deswegen haben wir ein Zeitlimit und keinen Aufbutton. Aber das wäre doch viel interessanter. Ich würde euch voll abrocken. Es geht aber nicht um die Punkte, Herrgott. Doch. Gebäudeart. Auch keine Ahnung. Ja, Hochhaus oder Bungalow. Ja, schon klar, aber fällt nicht ein. Mir auch nicht. Sag doch mal was mit T. Och, jetzt muss ich hier so lange warten. 88 Sekunden, als ich fertig war. Auch noch eine. Nee, das reicht nicht. Aber ich nehme mal noch ein Schlückchen Eistee. Dann mach dir noch eine Tasse Kaffee, ja. Das macht Koffein. So, ein besseres... Ich habe an das Baumaterial ausgetauscht. Tomatenmark, Zement, muss ich jetzt wirklich nicht nehmen. Mir fehlen noch vier Sachen, nee, drei. Von den Mieter. Entschuldigung. Du hast bestimmt jetzt das Baumaterial so genannt wie ich. Deshalb nehme ich was anderes. Elektronisches Merkmal. Tapeten in den Fluren. Also bei Tapeten hatten wir gesagt, Material, Motiv, irgendwas, was dich speziell macht. Da bin ich nicht mehr drin. Okay, zu dem Mieter noch 20 Sekunden. Ne, ich glaube, ich lasse es doch. So. Ach du Scheiße. 5, 4. 3, 2, 1, nichts geht mehr. Der Trump Tower. Ah, jo, das ist gut. Ein Tipi. Ein Tipi ist auch gut. Fünfchen. Ja. Tiefbauhaus. Der passt gegen ein Hochhaus und ein Tiefhaus, genau. Ja, ja. Aber Tiefbau gibt es wenigstens. Mir ist partout kein Bauort eingefallen. Ich hätte nochmal Turin geschrieben, aber das hatte ich in der vorigen Runde schon. Das habe ich dann mal weggelassen. Jetzt machen können. Ich komme ja auch immer gerne mit meinem Kobalthammer bei, egal was mit dir los. Da bekommst du dann immer direkt eine von mir gequatscht. Ich habe mir den irgendwann mal von dem Manulim Hammer verschont. Gut für dich. So, wo bauen wir denn? In der Teergrube. Toll. Das Feuersteinsche Haus. Ja, aber in Toulouse geht auch. Das ist schön. Ein bisschen zu heiß. Egal. Türkismühle. Türkismühle. Ich weiß nicht, ob man das exakt so schreibt, aber ich hoffe es. Wenn du den Stein meinst? Ich hätte auch gedacht, das ist irgendwo in der Nähe oder in der Pfalz. Das wäre ein Baumaterial gewesen. Türkis. Wäre halt ein bisschen teuer. Was du meinst, Mephisto, Türkismühle, das schreibt sich, glaube ich, ganz anders da. Weil das da ist wirklich eine Türkismühle. Und nicht Türkismühle. Ach, da. Ich hab das Richtige gemeint. Turmalin, sehr schön. Ja, ich hab,
Ich hatte auch. Warum? Da baut nicht auf Tapete. Also, ja, gut, gepresste Tapeten, warum nicht? Ich hatte zuerst aus Verlegenheit Tomatenmarkt-Zement. Nee. Kenn ich nicht. Kennt ihr das in alten Häusern, wo jede Generation fünfmal Tapete übereinander tapeziert? Mhm. Damit nach, kann man bauen. Bevorzugte Mieter. Ich habe bei meiner Mama mal versucht, Decke zu streichen. Da waren irgendwie 4 Lagen Tapete, dann ist die Tapete vom Streichen abgegangen. Ach Gott, glücklicher. So was abzubekommen ist immer die Härte. Ja, ich habe aus trockenem Lehm gebaut. Mhm. Ja, Lehmziegel halt. Ja. Das ist trockener Lehm, das überhaupt nicht. Bevorzugte Mieter. Ach, Tunden, die werden. Ja, das ist gut. Ja. Warum ist mir das nicht eingefallen? Tetzlaff, der Alfred, aha. Ekler Alfred, wenn du den noch von früher kennt. Nee. Ach, ja. Mhm. Aber auch ganz weit hergeholt. Und vor allen Dingen ist es dann nur ein einziger Mieter. Träge Opas im Tiefbauhaus. Ja. Damit sie gleich unter der Erde sind, oder wie? So ungefähr. Aber bei träge Opas bin ich mal gespannt, was du an Wellnessangebot hast. Weiß ich schon gar nicht mehr. Schau mal gleich mal. Passen wir die Opas. Okay. Ich habe das Merkmal, dass ich leider kein transparentes Glas. Ah, toll. Ja, das... Warum ich untransparentes Glas ist für Türme überall. Überall mal zusammenschreiben, aber ist immer gut. Tiefhängende Decken. Also es ist kein Altbau. Okay. Schon alt, aber so alt, dass er noch nicht hochgebaut wird. So wie früher, diese 1,60 Meter Deckenhöhe. Ja gut, bei trägen Opas, die sind eher ein bisschen vorgebeugt, dann geht das. Genau, die passen dann noch. Das kommt zu stoßen. Jetzt wegen des Telefons, ich hab keinen Bock. Das erste Mal in welchen Schachtlandschlussaufnahmen, dass da jemand rein Quatsch telefoniert. Das hab ich bis jetzt wirklich verwundert. Wellnessangebot. Egal, was gibt es denn als Wellnessangebot? Ein Trampolin, yeah. Mehrere Trampolin, so eine komplette Trampolinhalle. Gut, dass da nicht die trägen Obst wurden. Wenn sie alles bricht. Aber. Ist auch nichts für die Opas. Schön, Trampolin. Ja. Trockenbecken, was meinst du mit Trockenbecken? Genau. Ein Schwimmbad, das leer ist. Tun dürfen sie durch so einen leeren Swimmingpool laufen. Okay, ja. Aber Rollator. Die waren zu lange nicht mehr schwimmen, da ist es ausgetrocknet. Genau. Tim und Struppi als Statue, das ist schön. Hm. Tommy Nocker, sagt mir gar nichts. Das ist ein Horrorfilm. Das ist ein Horrorfan, der mal ein Pipi bewohnt. Okay. Bei mir steht ein Troll. Eine tote Oma. Ist die ausgestopft oder mumifiziert? Das weiß man nicht genau, kannst du hingehen und gucken. Also jeder träge Opa, der da wohnt, ist Witwer und bekommt eine Statue von seiner toten Frau in die Lobby gestellt. Oh mein Gott. Das ist der Tatami. Das sind japanische Bodenmatten. Ah, ja, genau, genau. Das sind aus Reis. Ich hab schon mal gehört, konnte aber nichts mit anfangen. Und ich klatsch die halt einfach an die Wand. Ja, ist in Ordnung. Die sind wenigstens leicht. Nein. Nee, nicht wirklich. Das ist Reisstroh, das wird ganz fest verflechtet. Das ja, ist aber es wird nicht so schwer sein, dass die Wand runterkommt. Das ist das, was auch genommen wird, um Katanas zu testen oder so, Vorführungen zu machen. Ja. Die sind dann zusammengerollt. Ah, ich hätte eine schöne Tapete, tonnenschwere Ambosse oder sowas. Ein Triangelmuster, sehr gut. Türme. Türme überall halt. Genau. Auf Gebäude, auf den Tapeten, überall. Bin diesmal auch beim Motto geblieben. Ich frage mich gerade, wer bei Fisto einziehen will mit dem großen Papier da. Also wollen die trägen Opas halt schneller los jetzt. Okay, Runde 2. Also ich hätte ja pH-Papier verstanden, aber Tuberkulose-Papier, was ist Tuberkulose-Papier? Das nimmst du als Nachweis, ob jemand Tuberkulose hat. Gibt's das echt? Müsste es geben, ich weiß nicht, ob das exakt so genannt wird. Okay. Ansonsten habe ich es jetzt durchgekriegt, das reicht. Nein, bei mir hängt es bei 3. Hallo, 2. Buchstabe S.
S. Hm. Oh, mir fällt mit S nichts ein. Der Bauort habe ich schon mal. Bauort. Okay. Miete habe ich auch schon, sehr schön. Baumaterial. Haha. Elektronisches Merkmal. Architektonisches Merkmal. Der Space-Aufzug. Ah, danke. Das wäre ein elektronisches Merkmal, kein architektonisches. Warum? Das kann auch ein architektonisches Merkmal sein. Ah, aber ich habe trotzdem dazu raus was basteln können. Oh, das wird eine richtige, wie nennst du das, McFisto, wenn du bei einer Sache bleibst? Ein Motto im Motto oder sowas. Genau, das wird ein Motto. Motto. Tapeten in Schuhen. In der Lobby, ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt fehlt nur noch die Statue in der Lobby. Tapeten im Flur. Ich bin fertig. Mann, ich wünsch mir das fertig, wenn fertig Prinzip. Mach dein eigenes Stadtland-Videos, dann kannst du das machen. Ja, alleine oder wie? Ja, da würde ich gerne mit dir spielen. Statue in der Lobby. Ja, ich komme auf nix. Shit! Nein, das ist keine Statue. Genau, shit! Nein. Shit-Häuschen auf dem Dach. Ja! Jetzt habe ich euch auch was gebracht. Ja. Tapetenmuster, scheiße. Gebäudeart. Mir fehlt noch eine Gebäudeart. 5, 4, 3, 2, warum war das bei mir schon vorher fertig, bevor es bei 0 war? Bei mir war es auch vor 0 fertig, so bei 2, glaube ich. Ja. Da hat euer Timer nicht mehr ganz gestimmt. Und jetzt ist es lädt. Ich bin immer noch nicht da. Ist wieder zu spät. Warum? Hoffe, Ihnen ist der Einzige, der ready ist beim Betrachten der Ergebnisse. Zumindest wird mir das so angezeigt. Ja, mir jetzt auch, aber bin ich habe die Ergebnisse da. Schon. Ich bin auch da, ich sehe die Ergebnisse und ich bin trotzdem bei mir als Laden. Also. Oh, McFisto. Ich sehe schon wieder was. Ein schiefer Turm. Naja. Also, Sandburg, achtet bitte auf meine Argumente. Auf meine. Sandburg. Genau. Steht am Strand, was dir irgendwie nicht als einzigem eingefallen ist. Genau. Ja, da gibt es einen Punktabzug für euch beide. Okay, Spital. Was soll das sein? Ein Ort? Hä, das? Ein Spital? Das ist ein Krankenhaus. Ein Spital gibt es als Krankenhaus, gibt es aber als Ort. Spital. Ah. Spital. Sagt mir jetzt nichts, aber ich glaube es ja einfach mal. Oh, McFisto hat mir Punkte geklaut mit dem Strand. Oh. Bezirk Spital an der Drau im Bundesland Kern. Ah. Also, das gibt es tatsächlich. So, Baumaterial, Stroh. Smaragde, Sand und Schiefer. Ja, Varuna hat das volle Meeresmotto. Volles Sandprogramm. Sandalenträger haben wir als Mieter. Slimer. Ah, das wäre noch bei mir, das hätte bei mir noch rein müssen. Slimer. Sizilianer als Mieter. Ja. Meine sind langweiliger. Schlafwandler. Wenn das Gebäude architektonisch auf Schlafwandler ausgelegt ist, warum nicht? Ist sowieso schon schief. Schräger Aufzug. Ein super duper schönes Waschbecken. Sandpapierwände, oh. Ist halt nicht zum Anlehnen gedacht. Ja, da bin ich mal gleich auf deine Tapete gespannt. Ich habe den einzigartigen schrägen Aufzug, den brauchen wir nicht, den schiefen Turm. Wellnessangebot, Saunas. Ich bin echt der Einzige, der Saunas hat. Ich fass es nicht. In die Sauna würde ich auch gerne mal wieder gehen. Sandmalen. Schwimmbecken. Ich habe ein Schwimmbecken. Ich habe schon gedacht, oh Gott, das haben nachher alle. Ich habe extra Abstand genommen vom Schwimmbecken.
Scheiß auf den 3 Meter. Oh Mann. Bei mir steht eine Statue. Eine Statue ist ja nicht. Einmal den Zong ziehen. Statue ist eine Statue? Eine Statue in der Lobby, eine Statue. Ja, aber was für eine? Das ist ja wohl. Ach komm. Nee, das ist zu Meter. Ach komm. Zu moderne Kunst. Und der Scheiß rauchen, als es ist auch schon kacke, aber er geht. Aber eine Statue als Statue. Ich weiß nicht mal, wie das aussehen soll. Das ist wie so ein Tesseract, ein vierdimensionaler Würfel. Wie willst du das darstellen? Der hat noch den Block da, der hat vergessen, die Statue rauszumeißeln. Genau. Okay. Er stellt einfach nur einen Marmorblock. Hättest du genommen den Steinblock, siehst du, hättest du die wunderbare Statue gehabt. Ja, Steinblock unbehauen, das wäre ja gegangen. Ah, klar. Das ist gut, was haben wir den Tapeten? Oh, Silberfäden. Ja, Tapete aus Silberfäden. Ein City-Muster, ein Sandburgen-Muster, war ja klar. Ja, logisch. Staubwedel. Mir ist gerade nichts anderes mit S eingefallen. Ich hätte auch den Strand als Muster nehmen können, nachdem ich ihn eben schon hatte. Verdammt. Ja, du sagtest, du hast ihn schon. Ja, den Strand hatte ich oben halt. Und dort steht das Gerumpel. Ja, dann hättest du einfach nur ein Muster dahinter geknallt. Strandmuster. So, mal gucken, was jetzt für ein Buchstabe kommt. Oh mein Gott. Ich habe ja die ganzen alten Buchstaben. Geht das immer nur mir so, dass die alten Sachen noch drinstehen? Nee, ich habe jetzt überall Silberfäden stehen. Ah, okay. Bei mir steht nirgends nichts. Also überall was? Nein, alles leer. Bei mir steht überall O. Baumaterial. Oh. Oh Gott, oh Gott. Der bevorzugte Mieter, oh Gott. Der Mieter, oh Gott, aus Nummer 1 hat wieder Probleme. Komm auf gar nichts mit O. Ich hab nur den Ort. Das ist echt schwierig. Das Baumaterial. Okay. Tapeten im Flur. Bauort. Oh, ich habe eine schöne Mieterkategorie, die ordentlich Miete blechen kann. Das ist gut. Bauort. Ja, das ist sehr. Ich hab, damit hast du mir einen Tipp gegeben, Elia, mit den Mietern, die viel zahlen können. Wenn du jetzt das gleiche hast wie ich, dann watsch ich dir ein. Komm, das war eigentlich sehr vage Bezeichnung. Architektonisches Merkmal. Das war jetzt mein Gedanke. Ich watsch dir trotzdem meine Rush verdient, einfach so. Beuteart. Oh, keine Ahnung. Was stellt man sich nicht, glaube ich, für den Start? Das ist ganz einfach. Ach man, das ist was ganz Einfaches, sagst du? Ja, ich komme aber auf sonst nichts. Ich habe kein Merkmal, ich habe kein Baumaterial. Dann nehme ich was anderes. Baumaterial. Ich kacke hier gerade, ich glaube, das ist unfassbar. Wellnessangebot. Nein, passt. Irgendwie scheiß Dreck, so. Ach, zwei. Architektonisches Merkmal. Oh. Ah, fuck, lass mich doch tippen. Ist verboten. War noch 5 Sekunden für 4 Kategorien. Gebäudeart, ich hab keine Ahnung. Zu spät. Keine nee. Ahnung. Ich glaub, voll verkackt. Ich glaube, mein Fest, mein Wellness-Angebot ist keins. So, wir haben keine Gebäudeart und der oben ohne Bunker. Und das da regnet es rein, das ist hier schon klar. Natürlich muss man los. Aber ich hab auch an irgendwas mit oben ohne gedacht am Anfang. Aber Oberbauhaus ist voll gut. Orient in Ostfriesland in der offenen Lichtung. Ich habe in Oberbayern gebaut. Ja. Die offene Lichtung in Oberbayern. Du baust aus Obermaltine. Ja, klar, warum nicht? Opal, der baut echt hier nur Luxusdinger. Der Obelisk. Nicht bis zum geht nicht mehr. Verklebte Orangenschalen. Ja. Das dürfte besser riechen als meine Obermaltine, aber. Ja, wir haben. Oh. Ich watsch dir, Alter, ich fall dich. Ihr habt wirklich denselben Mieter, hey. Das nächste Mal sag ich gar nichts mehr. Das ist unfassbar.
Ich muss lachen, es geht nicht anders. So, wir haben noch Oma Tesla und die Oma Kellner. Stell dir beim Lachen einfach vor, wie dein Backe schmerzt. Da muss man mehr lachen. Architektonisches Merkmal. Das soll ein ohne Mama sein. Keine Ahnung, mir fiel nichts besser sein. Ja, nee, geschlagen. Das... Nee. Offene nee, Wände. Nee. Ich hab den offenen Aufzug. Das ja, ist ja. Gut. Finde das Muster. Sei es jetzt Glas oder komplett offen, warum nicht? Wellnessangebot, Omelette essen. Omelette essen ist gut. Ja, ich find's gut, aber mal gespannt, wie gesund das ist. Opfergaben, yay. Opfergaben. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Und sie werden um 10 Jahre jünger, wenn sie ihre Nachbarin opfern. Jetzt aber eine aztekische Pyramide aufbauen können. Statue in der Lobby. Gaspar. Super. Ja, McFisto hatte vorhin auch irgendwie sowas. Irgendein BH irgendwo hängen. Ja, ja. Bei mir steht Obelix drin. Ah, schön. Das ist gut, ja. Ich hab den Osterhasen genommen, nachdem ich eben schon beim Wellnessangebot Osterhasen suche hatte. Orangen Schalen und Orangen Tapete. Oblanenmuster. Wenn wir das zweimal haben, ist auch wunderbar. Ja, die sind alles von mir kopieren, das ist doch fast. Orgelmuster. Wäre ja, mal cool. Wie die Orangentapete, hat die einfach nur eine orange Farbe oder ist sie auch aus Orangen? Habe ich auch schon überlegt, ob sie aus Orangen besteht, aber das ist einfach nur als Muster drauf. Ich wollte nicht mal Muster schreiben, aber so sind Orangen abgebildet. Ah. Riecht wahrscheinlich auch nach Orangen. Nur wenn du dran kratzt. Aber wir haben doch schon die orangen Schalen weiter oben. Ja, aber deshalb ja, das ist ja die Teil. Das ist ja die Mauer. Ja. Hat er Glück gehabt, der McQuisto. Hier ist nur ein Bild davon. Gut, eine Runde noch, oder? Ja. Ja. Was hat denn die Zeit? Oh ja, das ist mit 4 Mann geht das ganz schön. Bei mir geht's nicht weiter. Ah doch, jetzt schon. Ich will hier eine Runde aussetzen. Bei mir hängt's bei 4. Welcher Buchstabe ist dran? Ich habe aber noch alles mit dem vorigen da stehen. Ja, das hatte ich auch schon sehr oft, den Fehler. Bei mir ist das alles geht gut. Sobald du den Kasten anklickst. Das geht weg, ich lösche jedes Mal. Ja, ich kann dir das nur 20 Sekunden. Bauart. Ah, ich sehe ich hinter. So. Damit alle vor Freude strahlen dürfen. Und jetzt klau du mir nicht mein Baumaterial. Werden wir sehen. Orang-Utan wird mit O geschrieben, vor der Schale. Orang-Utan. Baumaterial mit U. Vorzug den Mieter. Komm auf nichts. Passt ja wunderbar. Also wenn du das den Kasten mit Tab anwählst, den nächsten Kasten, dann wird es gelöscht. Wenn du es mit der Maus angehst, dann bleibt es. Mavia, das habe ich ihm schon verraten, dass er mit Tab viel schneller ist, verdammt. Deshalb gewinnt er jetzt gerade auch. Baumaterial. Keine Ahnung. So, Tapeten im Flur. Komm auf nichts. Mir fehlen noch viele Sachen. Ja, die ganze Zeit vorhin. Statue in der Lobby. Oje, oje. Vorzug der Mieter. Architektonisches Merkmal. Ja, da hänge ich auch gerade. Architektonisches Merkmal, ich komme auch nicht zu. Statue in der Lobby. Was stelle ich mir denn in die Lobby? Ähm.
Oh Gott. Nix ein, ne? Ich hab alles. Ahnung. Aber, oh Gott. So, wir haben ein unterirdisches Haus, das UFO-artig ist. Ein Untertagehaus und ein Unterseeboot ist die gewohnte Form. Ja, Unterseeboot habe ich auch gedacht, ein U-Boot. Ja. Ah, oh, McPhisto. Urlaubsparadies, sehr schön, in Uganda. Leider haben zwei Untertage gebaut. Oh. Uranerz, gut, dann wird er nicht anerkannt. Wie wollt ihr denn sowas wohnen, bitte? Ich hab nicht gesagt, dass ich drin wohnen soll. Ich hab mich wieder strahlen dann. Ja, ja, die ein unsoziales Arschloch soll darin wohnen, gell? Ja. Das. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Urlauber, das ist natürlich sehr schön. Er ist ja noch Urlaubsparadies. Ureinwohner Amerikas. Ja, die werden ja vertrieben, also müssen die irgendwo hin. Ja. Passt. Umleitung bei der Anfahrt. Da fällt mir, da fallen mir die. Aus der Nase gezogen, aber sehr gut. Ich habe mal ein Video gesehen, da fallen mir die Häuser ein, wo irgendwo stehen und dann hat der Staat beschlossen, irgendwelche Straßen zu bauen und dann geht mitten in der Straße steht ein Haus. Unsaubere Flure. Nein, das kommt wohl eher auf die unsozialen Arschlöcher an. Ja, das gehört architektonisch dazu. Die darfst du gar nicht putzen. Ah, King Fisher. Ja, urinieren. Ultra geile Massage. Mann. Das heißt aber eigentlich nur Ruhe oder so. Ja. Bei mir ist es die Urinwäsche. Fein. Gute Harnsäure. Unterseetauchangebot. Ja. Im Unterseeboot. Haus. Ja. Statue der Lobby. Ulf. Ja, auf sowas habe ich verzichtet. Ulf ist mir auch eingefallen, tatsächlich. Ureinwohner Australiens. Ist der dann ausgestopft oder mumifiziert? Der steht da real life. Also, ein echter Nachkomme steht da. So ein 8-Stunden-Job. Genau. Silber angemalt. Gold. 16 Uhr. Ungarisches Holzpferd, ja. War das Beste, was mir eingefallen ist. Tapeten, oh ja, in den Flur. Uromas. Sind die einfach dran geklebt oder sind das nur Bilder? Die stehen halt Plexiposen auf den Tapeten. Ah, okay. Ich hab's jetzt nur so strahlte, gruselige Häuser, wir haben alles geschafft. Naja. Das ist eigentlich das Gruseligste mit der Uroma-Tapete in sexy Pose. Die macht vielleicht auch das Wellness-Angebot. Oh, oh Mann. Bilder im Kopf, Bilder im Kopf. Bilder von dir. Und die habe ich Gott sei Dank keine Bilder im Kopf, aber diese Oma, die schlägt alles tot. die Zähne halb rauskommen und das gepisst. So, McPhisto und Mavia, was habe ich euch letztes Mal gesagt? Ich habe gesagt, das nächste Mal gewinne ich. Hast du die Ergebnisse schon? Nein, ich warte noch auf dich. Und? Oh, ja! Ihr habt zweit gewonnen. Aber es hat geklappt, es hat geklappt. Also die Kategorien gefallen mir. Beiden Platz zusammen. Schade. Ja, King Fischer und ich teilen uns den ersten Platz, passt schon. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wie viele Punkte Mavia hat. Ah, da unten steht's. 225. Oh, weit abgeschlagen. Dritter Platz für mich. Hätte McPhisto nicht denselben... Warte mal, was hast du noch gleich gehabt wie ich? Die, was war denn das? Untertagehaus, der Bauort. Strand bekommt ihr jeweils nur 5 Punkte. Das ja. Gleiche. Und beide haben wir unter Tage gebaut. Genau. Oh, dann wäre es noch ein bisschen knapper ausgefallen. Siehst du, ich hab extra Koffein versucht zu helfen, indem ich dich runtergezogen habe. Aha. Ja, Teamplay hier. Du hast mich mit deinem Oberarzt runtergezogen. Damit habe ich uns beide runtergezogen, ja. Ja. Ich muss sagen, Mavia war diese Runde wirklich schwach. Es tut mir leid.
Ja, und meine Statue hat halt nichts gebracht. Wir sollten eindeutig das Motto beibehalten. Das ist noch lustiger wie normal. Mhm. Du kannst dann auch gern mal mir ein bisschen helfen beim Aussuchen. Mir gehen nämlich langsam die Mottos aus. Okay, dann machen wir mal eine Motto-Ideenrunde. Und falls den Zuschauern irgendwelche bescheuerten Mottos einfallen, wo man was sich dazu ausdenken würde, dürfen sie natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Jo, einfach hinkloppen. Wie wär's denn mal mit berühmten Horrorfiguren oder so? Ach nee. Kennt keine Sau. Das ist dann eine der Folgen, die nicht durch dreiteilbar ist. Er gewinnt Koffein wieder. Erster Platz Koffein. Mit 500 Punkten. Zweiter, dritter, vierter Platz. Nevia, Varuna, McFisto. Kein Null. Punkt. Habt ihr gehört, das ist dann eine der Folgen, die nicht durch dreiteilbar ist? Ja, schlimm. Weil ihr habt ja mehr Folgen wie ich bin ja nur jede dritte Folge dabei. Ja, du warst in der sechsten Folge dabei, bist aber jetzt sogar bei der siebten auch wieder mit dabei. Genau. Das heißt, wir machen noch zwei Folgen und schieben die jetzt zwischendrin, damit es wieder passt. Oder so ähnlich. Ja. Ah, gut, vielen Dank nochmal, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss. Bye.